Willkommen zu künftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute schauen wir uns mal an, warum es bei Crypto.com wieder höhere Prozente gibt. Viel Spaß beim Schauen. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Am Ende des Tages ist es ganz einfach eine Hassliebe und die Rede ist von der Crypto.com Kreditkarte. Sehr viele haben sich in der Vergangenheit für diese Karte entschieden. Sie hat ihre Vorteile, aber definitiv auch ihre Nachteile. Es gibt sehr viele Mitstreiter auf dem Markt, aber am Ende des Tages haben sich sehr viele Kunden für die Ruby Steel oder vielleicht doch für die Royal Indigo oder Jade Green Karte entschieden. Du siehst, du musst entweder die 350 Euro staken oder die 3.500 Euro, damit du 2 oder 1% hier an Cashback bekommst. Soweit, so gut, das Ganze ist limitiert. Ich will dir jetzt nicht erklären, wie die Karten funktionieren. Das haben wir uns in der Vergangenheit schon oft genug mal angeschaut. Ich möchte kurz das Ganze mal Revue passieren. Früher gab es bei der Ruby Steel 2% und bei der Royal Indigo und der Jade Green 3%. Das Ganze war schön, für viele natürlich auch ein Argument, vor allem, weil es hier unten diese Limitierungen nicht gab. Und jetzt hat scheinbar Crypto.com gemerkt, okay, die Kunden, die kommen nicht mehr so viel zu uns. Wir haben sehr starke Konkurrenz. Wir müssen daran was ändern. Und siehe da, es gibt hier eine Aktion von Crypto.com für alle EU-Nutzer, dass du bis zu 3% Cashback in Kro bekommst. Soweit so schön das Ganze erst einmal. Natürlich ist jetzt die Frage, welche Bedingungen gibt es, welche Probleme gibt es und, und. Du siehst im Normalfall 1%, das Ganze im Zeitraum von der Aktion auf 1,5% erhöht. Du bekommst also 0,5% mehr und du hast bei den anderen zwei Karten für die 3.500 Euro anstelle der 2% 3%. Also die alten Konditionen, eine sehr coole Sache, aber da kommt schon der erste Haken. Das Ganze ist am 14. September 2023 gestartet. Auch ich habe das jetzt erst festgestellt, weil das Ganze ziemlich klein aufgemacht ist, du es fast nirgendwo findest, aber ich bin doch in der App drüber gestolpert und möchte deswegen dir das Ganze berichten. Und die Aktion läuft noch bis zum 14. Oktober. Das Problem ist, du musst in dieser Zeit deine Karte beantragen. Zudem läuft die Aktion mit diesem erhöhten Cashback auch nur in diesem Zeitraum. Sprich, beantragst du das heute am 9. Oktober, kann es sein, dass du nur das Ganze 1, 2, 3 Tage nutzen kannst, weil du musst natürlich dein Konto aufladen, Kronos kaufen, dann die Karte erst bereitgestellt bekommen, aktivieren und dann kannst du loslegen. Klar, das geht mit der physischen Karte, also doch recht schnell, aber du verlierst trotzdem allein beim Aufladen, Kronos kaufen, Karte beantragen schon den ein oder anderen Tag. Finde ich also nicht sehr gut gelöst. Das ist aber noch nicht alles. Wir schauen nochmal runter und du siehst, das Ganze ist auch nochmal begrenzt auf 15 bzw. auf 25 US-Dollar in Form von Cashback. Das heißt, wenn du mehr Cashback erhalten solltest, bekommst du bei 25 Euro die Grenze und bekommst nicht mehr Cashback. Wenn wir das Ganze also mal zusammenrechnen, hast du im besten Fall 75 Dollar Cashback, weil du hast jetzt hier die 50 Dollar plus die 25 Dollar von der Aktion. Ist natürlich cool, besser als nichts, aber leider wurde das Ganze nicht wirklich großartig beworben. Ich persönlich wurde jetzt erst darauf aufmerksam, wo die Aktion fast zu Ende ist und ein Monat ist natürlich nicht wirklich viel. Prinzipiell eine coole Sache, prinzipiell schön, dass Crypto.com sich mal Mühe gibt, um neue Kunden zu werben, nicht in Form von irgendeiner Reklame bei irgendwelchen Sportevents, sondern weil man das Ganze gleich an den Kunden zurückgibt. Mir würde es natürlich gefallen, wenn man auch den Bestandskunden irgendwie ein Angebot machen würde, ob das ein Monat Netflix oder sonst irgendwas umsonst ist oder auch so ein Angebot mit den Prozenten, was auch immer, wäre eine schöne Sache, wäre definitiv eine Kundenbindung und wäre vielleicht auch etwas, wo der ein oder andere zurückkommen würde und würde sagen, gut, jetzt wo es eh mit Binance so Probleme gibt, bei Crypto.com läuft das Ganze, man erfährt nicht so viel Negatives über die, vielleicht bleibe ich doch lieber hier. Dementsprechend an sich eine coole Geschichte, aber einerseits der Zeitraum zu kurz, beziehungsweise sollte meiner Meinung nach der Zeitraum für die Aktion mit den erhöhten Prozenten erst dann beginnen, wenn man sich die neue Karte bestellt hat bzw. beantragt hat und sollte natürlich genauso auch die Bestandsmitglieder erreichen und nicht nur die neuen Kunden. Du darfst mir natürlich gerne mal in den Kommentaren verraten, was du von der Aktion hältst. Findest du, ist es eine gute Sache, eine gelungene Sache oder würdest du das anders machen? In dem Sinne hoffe ich, das kleine kurze Video hat dir gefallen. Falls dem so ist, weißt du, was zu tun ist und wir sehen uns zum nächsten Video. Zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket.
I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer.